Erfolgstrainer Alfred Gislason vom THW Kiel hat am Freitag bei einer Pressekonferenz gemeinsam mit Oberbürgermeisterin Angelika Gramko auf einen ganz besonderen Sportleckerbissen hingewiesen. Der deutsche Rekordmeister trifft am 26. Juli zum Auftakt seiner Saisonvorbereitung in der Schweriner Sport- und Kongresshalle auf die russische Nationalmannschaft. Top-Vereinsteam gegen WM-Teilnehmer. Gislason erwartet einen ganz besonderen sportlichen Reiz in dieser Partie. Ja, es ist sehr interessant, weil die Russen haben eine junge, neu formierte Mannschaft, die werden und haben dann zwei Wochen hinter sich Vorbereitung, wo die gegen uns spielen. Und wir, das ist unser erstes Spiel zusammen mit der Neuzugängen und da freue ich mich natürlich besonders drauf. Ungewöhnlich ist, dass das erste Spiel so ein Knallerspiel ist. Normalerweise haben wir angefangen mit leichteren Gegnern und dann im Laufe der Vorbereitung kommen solche Spiele. Aber das ging ja nur noch so, weil die Russen nicht so lange in Deutschland dann sind und wir wollten oder ich wollte unbedingt dieses Spiel bestreiten. Gegen meinen ehemaligen Spieler, der jetzt Trainer bei den Russen ist, Oleg Kuleshov. Wir waren ja zusammen lange in Magdeburg und ich freue mich auch erstmal auf meine Mannschaft zu sehen, unsere Neuzugänge und dann auch die junge russische Mannschaft zu sehen, wie die stehen. Karten für die Partie des amtierenden deutschen Meisters mit dem mehrfachen Weltmeister erhalten Sie bei der Sport- und Kongresshalle, an allen bekannten Vorverkaufsstellen und unter www.eventteam.de. Ein Beitrag zu diesem Sporthighlight sehen Sie natürlich hier bei TV Schwerin.